Willkommen zum Video Akkordumkehrung 2. Wenn ihr das erste Video Akkordumkehrung bereits hinter euch habt, dann wisst ihr ja schon über Grundform und Umkehrungen Bescheid. Tja, und dieses Wissen werdet ihr nun für dieses Video auch brauchen. Zu diesem Zweck geht es in diesem Video um zwei Spirituals, also Songs mit christlichem Hintergrund, welche reichlich Gebrauch von Akkordumkehrungen machen. Allerdings haben die beiden Songs noch so einige leere Kästchen, die es auszufüllen gilt. Zudem wurden im zweiten Song zusätzlich ein paar Intervalle, also Zweiklänge, eingebaut, was die Sache noch interessanter macht. In diesen beiden Songs lernt ihr also so einiges über Grifftechnik und Harmonik. Auch in Sachen Rhythmik gibt es hier etwas zu lernen. Im ersten Song, Amazing Grace, müsst ihr einige Achteltriolen spielen. Das sind die Dreiernotengruppen mit der kleinen 3, die bei Triolen ja normalerweise immer dabei steht. Diese kleine 3 symbolisiert, dass es sich um einen Pulk von 3 zusammengehörenden Tönen handelt. Es ist also keine Fingersatz 3. Falls ihr über Triolen noch nicht so richtig Bescheid wisst, dann orientiert euch entweder an der Hörvorgabe hier im Video oder absolviert vorher das Video Triolen hier in Level 3. Dann sollte die Sache mit den Triolen entschärft sein. Außerdem ist der Song endlich mal wieder ein Dreivierteltakt, damit auch der Walzertakt in Level 3 nicht zu kurz kommt. Der andere Song, Nobody Knows the Trouble I've Seen, hat zwar keine Triolen, dafür aber ein paar Synkopen. Auch hier gilt, entweder orientierst du dich am Video oder absolvierst vorher das Video Akkordwechsel hier in Level 3, in welchem das Thema mit den Synkopen behandelt wird. Vielleicht greifen wir mit diesem Video ein wenig vor den Stand eines Level 3 Schülers, das sollte hiermit gesagt werden. Aber wir sind der Meinung, dass auch etwas Schwieriges von Zeit zu Zeit gut tut, auch um euch herauszufordern und vorzubereiten auf das, was noch folgt. Schließlich soll auch dieser Schwierigkeitsgrad irgendwann zum Standard für euch werden. Und um die Sache wenigstens ein bisschen abzumildern, wird es ausgleichsweise etwas mehr an Erklärungen beim Songvorspiel geben. Also warum gerade dieser Griff oder dieses Intervall passt, wie das mit den Stützfingern laufen muss und so weiter. Knifflige Fingersätze werden jedoch weitgehend vorgegeben, damit ihr keine Fingerknoten entwickelt. Seid also unbesorgt. Ihr bleibt also nicht im Regen stehen. Nur üben, das müsst ihr, wie immer, natürlich alleine. Also, los geht's. Ladet euch nun bitte den Song Amazing Grace herunter. Diese Zuhöraktion soeben hatte den Hintergrund, dass ihr noch nicht sehen könnt, wie die Griffe bei den Ausfüllkästchen ganz genau ausschauen. Denn diese Kästchen sollt ihr nun zuallererst ausfüllen. Bitte erledigt das nun und vergleicht es anschließend mit der Lösung, die es ja ebenfalls zum Download gibt. Aber Achtung! Bei einem der Ausfüllkästchen ist nicht die verlangte Umkehrung angegeben, sondern die verlangten Intervalle.